Fluffy Cinnamon Rolls oder Chocolate Rolls, Speculoos Rolls. Ich weiß, eigentlich stinkt, aber das ist, glaube ich, mit eines meiner besten Rezepte. Super, super easy und ich sag's euch, unerwartet lecker, der für mich in der Plätzchendose auf jeden Fall nicht fehlen darf. Hello zu einem neuen Video und endlich mal wieder, ich weiß schon gar nicht, wie lange das letztes schon her ist, ein gesundes Rezepte-Video und zwar passend zu Weihnachten habe ich fünf gesunde Weihnachtsrezepte für euch. Ich habe gesunde Lebkuchen, Cinnamon Rolls bzw. Chocolate Rolls, je nachdem was ihr wollt, oder auch Speculoos Rolls, alles mögliche. Also wie gesagt, fünf verschiedene Rezepte. Wir lassen das Ganze jetzt ja unter dem Namen Rahealthy. Den Namen hatte ich mir überlegt und euch auch in meinem Coffee Talk Video mitgeteilt und ihr habt was dafür, deswegen würde ich sagen, übernehmen wir den jetzt mal und lassen das alles hier runterlaufen. Da fällt mir gerade ein, es ist gut, dass ich euch das erzähle, weil ich muss das bei den anderen Videos dann noch ändern, nachtragen. Genau, also das dazu. Ich werde dann, habe ich eigentlich eh schon einen Rezepteordner hier auch angelegt. Da findet ihr alle meine Rezepte. Ich habe ja schon ein paar Videos dazu gemacht und freue mich auf jeden Fall, wenn ihr da was nachmacht und mir davon berichtet. Ihr dürft mir da auf Instagram jederzeit gerne Bilder schicken. Ich freue mich auch über Story-Verlinkungen, alles Mögliche. Und ja, wie gesagt, wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesen fünf veganen, ich glaube, es sind auch alle glutenfrei und auch ohne raffinierten Zucker, Weihnachtsrezepte. Damit können wir, glaube ich, perfekt in die Weihnachtszeit starten. Kurzer Nachtrag, ich werde euch nämlich die Rezepte auch nochmal runterschreiben in der Infobox. Ich freue mich natürlich trotzdem, wenn ihr das Video ganz anschaut. Aber die werden auf jeden Fall auch nochmal in der Infobox stehen. Hier seht ihr dann halt die Zubereitung, in der Infobox die Zutaten. Und ich werde auch die Nährwerte mit reinschreiben, weil ich die nicht mehr ins Video direkt mit einblenden möchte. Und ansonsten geht's jetzt wirklich los. Wir starten mit Fluffy Cinnamon Rolls oder Chocolate Rolls, Speculoos Rolls. Je nachdem, womit ihr sie füllen werdet, ist ganz euch überlassen. Für den Grundteig brauchen wir auf jeden Fall erstmal 50 ml Wasser und 5 Gramm Flohsamenschalen. Das Ganze lassen wir dann quellen, so für etwa 10 Minuten, dass es so eine glibbrig feste Konsistenz bekommt. Die brauchen wir nämlich, denn wir machen, wie angekündigt, die Rezepte glutenfrei und das kann bei so einem Teig dann ganz schnell trocken werden oder nicht richtig aufgehen und die Flohsamenschalenmixtur bringt hier eben wirklich diese Fluffigkeit mit rein. Ansonsten brauchen wir 50 ml Mandelmilch oder eben die Pflanzenmilch-Alternative eurer Wahl, dann eine halbe Packung Trockenhefe und einen Teelöffel Zucker oder in meinem Fall habe ich jetzt hier einfach Erythrit genommen. Das Ganze müsst ihr auch erwärmen. Also ich, faul wie ich war, habe ich das dann einfach so auf den Herd gestellt, also das Schälchen, und hab das dann einfach so erwärmt. Ihr könnt aber auch natürlich einfach eure Milch vorher schon erwärmen oder ihr macht das einfach direkt im Topf, ganz euch überlassen. Während das dann auch erstmal ein bisschen ziehen muss, können wir schon mal unsere trockenen Zutaten zusammen mixen. Und das sind 75 Gramm Reismehl, 25 Gramm Maisstärke, 25 Gramm veganes Proteinpulver. Ihr könnt aber auch einfach ein bisschen mehr Mehl nehmen und dann Salz. Und da kommt, wie gesagt, diese Flohsamenschalenmixtur dazu. Ihr seht hier jetzt ungefähr, wie die Konsistenz sein sollte. Und auch unsere Hefemixtur, die wir eben auch ziehen lassen haben. Zu guter Letzt kommen noch 5 ml Kokosöl, also auch erwärmt. Ihr seht, es ist flüssig mit rein. Und dann können wir den Teig auch schon vermengen, also richtig gut vermengen, durchkneten, bis ihr eben eine einheitliche Masse bekommt. Und der muss dann für etwa eine Stunde erstmal ruhen an einem warmen Ort, wie man das eben von Hefeteig so kennt. Haben wir gemacht. Ihr seht, der Teig ist auch echt gut aufgegangen. Den breiten wir aus und können ihn dann bestreichen. Je nachdem, mit welcher Füllung. Ich habe hier drei Varianten für euch. Und zwar einmal 20 ml Dattelsirup und einen Teelöffel Kakaopulver. Nummer 2 dann für die richtigen Cinnamon Rolls 10 Gramm Mandelmus, Zimt und etwas Erythrit oder eben die Süße eurer Wahl. Und zu guter Letzt habe ich noch von Lini's Bites. Die haben jetzt einen Spekulatius-Spread und der ist der Wahnsinn. Deswegen habe ich damit noch die dritte Variante gemacht. Wie gesagt, macht das einfach mit dem, was euch da am besten passt, was ihr am liebsten mögt. Und dann rollen wir den Teig eben auf und geben ihn in eine Form, damit das Ganze so ein bisschen kontrollierter aufgeht, sage ich mal. Und backen das dann bei 180 Grad für 20 Minuten. Und ihr seht, die gehen wirklich richtig schön auf und werden so richtig, richtig schön fluffig. Und es duftet auch wahnsinnig gut, ich sag's euch. Pro-Tipp, sie wirklich auch warm zu genießen, weil dann schmecken sie wirklich noch
am besten. Und ich finde, die sehen auch richtig, richtig gut aus. Wir machen weiter mit einem Klassiker und zwar Lebkuchen. Das Rezept habe ich letztes Jahr schon auf Instagram geteilt und das haben so, so viele nachgemacht und waren absolut begeistert, dass ich es unbedingt hier mit reinnehmen wollte. Ist auch super easy. Wir brauchen 75 Gramm Datteln, 25 Gramm mahlende Mandeln, 25 Gramm Buchweizenmehl. Ihr könnt auch anderes Mehl nehmen. Ich fand es mit Buchweizenmehl tatsächlich irgendwie am passendsten. Dann brauchen wir Lebkuchengewürz, ordentlich reinhauen und 25 Milliliter Wasser. Das Ganze mixen wir dann einfach. Ich habe hier übrigens ein Nutribullet, fragt ihr immer danach, kann ich empfehlen. Verlinke ich euch auch sehr gerne in der Infobox. Und ja, dann können wir uns auch schon an das Formen von unseren Lebkuchen machen. Also einfach schön den Teig zu Kugelnform platt drücken und dann bei 180 Grad für 15 bis 20 Minuten backen, bis das Ganze so aussieht. Und das wird natürlich noch mit Schokolade getoppt. Die ist hier auch nur mit Kokosblütenzucker gesüßt und am Ende dann noch ein bisschen mit Mandeln getoppt, damit das Ganze noch hübscher aussieht. Und dann sind wir auch schon fertig. Also wirklich super, super easy und ich sag's euch, unerwartet lecker. Wenn wir schon bei Lebkuchen waren, finde ich, sollten wir mit Spekulatius direkt weitermachen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, mein Favorit zwischen Spekulatius und Lebkuchen ist eigentlich Spekulatius. Und deswegen machen wir Spekulatius-Cookies. Eine Dose bzw. ein Glas Kichererbsen. Das sind meistens so um die 200 bis 240 Gramm. Bitte gut abwaschen, dann kommen die Kichererbsen in den Mixer. Gemeinsam mit 100 Gramm Mandelmus bzw. auch allgemein Nussmus eurer Wahl. Ich fand da Mandelmus am passendsten. Dann brauchen wir 25 Gramm veganes Proteinpulver oder ihr könnt auch einfach Mehl nehmen, wenn ihr kein Proteinpulver da habt. Ich habe hier so ein Cookie-Proteinpulver genommen. Dann eine Prise Salz und eben ordentlich Spekulatiusgewürz. Dann brauchen wir noch um die 50 bis 100 Milliliter Ahornsirup, je nachdem, wie süß ihr es mögt. Also da wirklich mal ein bisschen austesten, ein bisschen nachschmecken. Wie gesagt, wie süß ihr es eben haben wollt. Dann haben wir unseren Teig tatsächlich auch schon fertig. Hier habe ich jetzt eben unseren Thermomix verwendet, weil das gerade bei so Sachen mit Hülsenfrüchten dann doch deutlich schneller geht als bei einem Nutribullet. Optional könnt ihr da auch noch Schokolade drauf packen. Ich war mir nicht sicher, ob das so zu Spekulatius passt, aber es war wirklich sehr, sehr lecker mit der Schokolade. Also ich würde sie, glaube ich, tatsächlich lieber überall drauf haben. Und auch hier wieder 180 Grad und 15 bis 20 Minuten. Und dann sind die auch schon fertig. Und die werden eben so richtig schön soft und sind high in Protein durch die Kichererbsen und ein bisschen das Proteinpulver. Ein weiterer Klassiker, der für mich in der Plätzchendose auf jeden Fall nicht fehlen darf, sind Vanillekipferl. Hierfür brauchen wir erstmal 30 Gramm Hafermehl, 30 Gramm Reismehl, 30 Gramm gemahlene Mandeln, 30 Gramm Süßungsmittel eurer Wahl. Hier habe ich mich auch wieder für Erythrit entschieden und dann natürlich Vanillepulver und eine Prise Salz habe ich mit dazu gegeben. Auch hier brauchen wir wieder unseren Flohsamenmix, also habe ich auch wieder im Vorhinein vorbereitet, 50 Milliliter Wasser, 5 Gramm Flohsamenschalen, wie schon bei unserem ersten Rezept. Und das habe ich hier einfach vergessen, aber eigentlich müsstet ihr dann noch 30 Gramm Cashewmus oder Nussmus eurer Wahl mit dazu geben. Das hat tatsächlich auch so funktioniert. Allerdings fehlt schon ein bisschen was. Also sie sind dadurch natürlich nicht ganz so saftig, haben aber logischerweise, wenn das Nussmus wegbleibt, weniger Kalorien, weniger Fett. Ja, ihr könnt ja mal ausprobieren, aber also mit Cashewmus schmeckt es schon besser. Und dann können wir schon unsere Kipferl formen, also einfach die typische Vanille-Kipferlform. Und auch das backen wir wieder bei 180 Grad, 15 bis 20 Minuten, der Klassiker. Also, yes. Ich habe in der Zwischenzeit, also während die im Ofen waren, dann schon mal aus Erythrit meinen Puderzucker quasi zubereitet. Dafür nehmt ihr einfach euer Erythrit oder wenn ihr es mit ganz normalem Zucker macht, dann könnt ihr das auch so machen. Müsst ihr aber einfach nur in den Mixer geben und dann habt ihr quasi euren eigenen Puderzucker hergestellt. Und dann sind die auch schon ready und können genossen werden. Und auch hier durch die Flohsamenschalen, die wir da eben mit drin haben, werden die so richtig schön leicht. Also wie das bei Vanillekipferln, finde ich, irgendwie so sein muss. Ihr habt doch hoffentlich nicht gedacht, dass ich euch hier ohne ein klassisches Plätzchenrezept gehen lasse. Gesunde, vegane, klassische Plätzchen einfach. Und zwar brauchen wir hierfür wieder 30 Gramm Hafermehl, 30 Gramm Reismehl, 20 Gramm Kokosblütenzucker, eine Prise Salz und 30 Gramm Sojajoghurt. Zu guter Letzt habe ich noch mal wieder 30 Gramm Nussmus mit dazugegeben. Hier habe ich mich jetzt für einen Mix aus Cashew und Mandelmus entschieden. Also 15 Gramm Cashewmus, 15 Gramm Mandelmus. Ich finde, die passen irgendwie zu so Rezepten immer am besten, weil es am neutralsten ist. Also gerade im Gegensatz zu Erdnussmus. Das Ganze wird schön verknetet. Übrigens, auch wenn es um das Mehl geht, will ich hier auch nochmal kurz zum Ende des Videos. Perfekt, dass ich das jetzt erst sage. Aber ihr könnt dann natürlich auch einfach mit dem arbeiten, was ihr daheim habt. Euer Hafermehl könnt ihr quasi auch einfach aus euren Haferflocken selber machen. Einfach in den Mixer packen und dann euer eigenes Hafermehl herstellen. Eventuell braucht ihr manchmal ein bisschen mehr Flüssigkeit, je nachdem, welches Mehl ihr verwendet oder ein bisschen weniger. Einfach ein bisschen rumprobieren,
mit dem, was ihr daheim habt. Wie gesagt, traut euch da ruhig. Und yes, ansonsten, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann nehmt natürlich dasselbe wie ich. Gerade Hafer- und Reismehl sind tatsächlich auch relativ günstige Mehle. Also das als Tipp für euch. Genau, und dann machen wir hier mal weiter mit dem Rezept jetzt tatsächlich. Also wir stechen das natürlich schön aus. Wie war das so voll meditativ? Ich weiß nicht. Also ja, Plätzchen backen ist irgendwie immer so, keine Ahnung, Kindheit einfach, finde ich. Also ab damit aufs Blech. Auch hier brauchen wir wieder 180 Grad, 15 bis 20 Minuten. Achtet da aber jeweils bei den Rezepten übrigens auch drauf. Es kann von eurem Ofen auch abhängen, wie lange das bei euch dann drin sein muss. Also trotzdem immer ein Auge drauf haben, bis sie eben perfekt aussehen. Dann lassen wir die abkühlen. Und auch hier habe ich dann wieder mit Schokolade verziert. Meine Kamera ist hier dann leider leer gegangen. Also es hat nur noch aufgenommen, wie ich die dunkle Schokolade drauf getan habe. Aber ihr seht es ja im Endergebnis. Ich habe das Ganze dann noch mit weißer, also beziehungsweise vegane weiße Schokolade, die ist eben mit Kokosblütenzucker gesüßt, deswegen ist sie nicht ganz weiß, sondern so karamellig. Ja, damit einfach drüber gedrizzelt. Ihr könnt da natürlich auch komplett kreativ werden, womit ihr das dekorieren wollt. Ich habe es jetzt einfach mal nur mit Schokolade gemacht und dann sind auch die fertig und die sind wirklich super, super lecker. Haben sogar mein Papa geschmeckt und ich sage es immer wieder, aber der ist da wirklich echt knallhart und picky und er sagt auch, wenn er was nicht schmeckt, aber die sind wirklich sehr, sehr gut geworden. Also die sind absolut proofed. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Kleiner Hinweis, auf Instagram gibt es noch ein weiteres weihnachtliches Rezept. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das extra hierfür nochmal abfilmen soll. Aber ich glaube, das hätte dann doch auch irgendwann den Rahmen gesprengt mit meinen 5 Rezepten, die ich jetzt eh schon hier drin habe. Also auf jeden Fall sind es gesunde Nussecken, die ich gemacht habe. Ich finde, die passen auch sehr, sehr gut in die Weihnachtszeit. Ich kann euch das Reel dazu sehr, sehr gerne mal verlinken. Da solltet ihr unbedingt vorbeischauen, weil das Rezept ist der Wahnsinn. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber das ist, glaube ich, mit eines meiner besten Rezepte. Genau, also ich hoffe, euch haben die Rezepte gefallen. Lasst mich auch gerne mal wissen, falls ihr meine vorherigen Rezepte-Videos gesehen habt. Da habe ich ja immer in den Zwischensequenzen zwischen den Rezepten hier noch einen Taste-Test mit eingebaut, in den ich die Sachen mit euch gesnackt habe. Diesmal habe ich das ja nicht gemacht. Findet ihr das besser, wenn es mit drin ist oder nicht? Weil ich war mir nicht sicher, ob das überflüssig ist, weil ich meine, in den meisten Fällen kann ich die Rezepte ja dann logischerweise auch schon, weil ich die ja immer erstmal teste, bevor ich sie für euch abfilme und so weiter. Aber ja. Oder findet ihr das besser, wenn es mit drin ist, weil es dann da, weil ihr mich dann häufiger nochmal sehen könnt und nochmal so ein bisschen persönlicher das Ganze habt? I don't know. Lasst mich gerne wissen, was ihr besser findet. Also ruhig eure ehrliche Meinung ab in die Kommentare damit. Und ansonsten hoffe ich, ihr macht einige der Rezepte nach. Ich wünsche euch eine schöne, leckere Weihnachtszeit. Keine Sorge, wir sehen uns nochmal wieder in ein paar Videos dieses Jahr, aber ja, it's crazy. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben, ein Abo. Ich habe nämlich gesehen, dass sehr, sehr viele meine Videos schauen. Gerade solche Rezepte-Videos, die mich aber gar nicht abonniert haben. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Und genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.